So, liebe Studierende, wir sehen uns heute zum ersten Mal für Inhalte quasi. Wir haben heute hier in der Statistik 1 die Aufgabe, uns ein bisschen so ranzufahren an die eigentlichen Themen, an die eigentliche deskriptive Statistik. Wie Sie hier an dem Titel auch sehen wollen, wäre heute die Idee, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, wir führen eine Messung durch. Da gibt es auch ein paar wichtige Begriffe. Und dann möchte ich ein paar Minuten verbringen, uns nur noch mal daran zu erinnern, was eigentlich diese berühmten Skalenniveaus waren. Die Studierenden der Psychologie erinnern sich ganz sicherlich daran, dass wir in den Grundlagen des empirischen Arbeitens fast nur gefühlt darüber gesprochen haben, welches Skalenniveau, welches Messniveau, Englisch, welches Level of Measurement eine Variable, ein Merkmal eigentlich hat. Die Studierenden aus der Medieninformatik, die hier auch mitmachen, werden das bei Herrn Wessel sicher besprechen, haben hier nochmal die Möglichkeit, es von mir kurz zu hören, aber sie sind alle diese Woche aufgefordert, das bitte auch bei Schäfer oder auch im Eid-Gollwitzer nachzulesen. Dann noch einige Konventionen, die einfach hilfreich sind, wenn man die kennt. Und schließlich die Nomenklatur. Das sehen wir hier auch nochmal. Nomenklatur im Übrigen, also heißt nichts anderes als Sprachregelungen letztlich, die wir in der Statistik eben einhalten. Wenn wir gleich mal reinschauen wollen, wenn es darum geht, ein Merkmal zu messen, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir etwas, was uns interessiert, eigentlich messbar bekommen. Und das nennen wir als Fachterminus auch operationalisieren. Man könnte also sagen, wir müssen die Dinge, die wir wirklich in etwas Messbares überführen wollen, erstmal herunterholen von so einer wolkigen, hypothetisch-theoretischen Ebene. In den Sozialwissenschaften oder in der Psychologie ist es eben deshalb so spannend, weil die Dinge, die uns eigentlich interessieren, erstmal nicht messbar sind. Wie messe ich Angst? Wie messe ich Sorge? Wie messe ich auch Begabung? Wie messe ich mathematische Kenntnisse? Natürlich können wir uns jetzt gleich immer schon überlegen, wie wir das machen. Und Sie können sagen, Herr Obleser, natürlich, ich weiß doch, wie ich mathematische Begabung messen kann. Ich habe da eine Idee. Aber dieses, ich habe da eine Idee, ich habe eine Idee, wie ich es jetzt überführe in eine Zahl, die ich dann in meinen Computer einspeichern kann, das ist dann die Überführung in eine auf eine manifeste Ebene von messbaren Merkmalen. Das ist das, was wir mit operationalisieren meinen. Wenn wir über das Messen sprechen, müssen wir unterscheiden einige Begrifflichkeiten, die auftauchen. Einige davon verwenden wir quasi gleichbedeutend. Die seien hier nochmal auf diesem Slide gezeigt. Ob ich von einer Englisch Observation spreche, auch Deutsch Observation, eher seltener, Deutsch eher Beobachtung, oder auch von einem Sample, meint eigentlich dasselbe. Man muss aber ein bisschen aufpassen, ob man mit einem Sample eine Beobachtung meint. Also, wenn ich Sie zum Beispiel Ihre Körpergröße messe, von Ihnen da in der ersten Reihe, wo Sie heute leider nicht sitzen, dann könnte ich sagen, Ihre Größe ist ein Sample, ist eine Stichprobe, aber wir müssen das unterscheiden von der Stichprobe als Ganzes. Sie werden merken, dass in dieser Veranstaltung und in der Statistik häufiger wir mit Sample eine ganze Gruppe von Beobachtungen meinen. Es sei hier mal gezeigt, die Anzahl der erzielten Punkte in einer Empirie-Klausur. Da gab es offensichtlich vielleicht, da gab es ein paar, die hatten über 70 Punkte, gab es andere, die hatten nur knapp 45. Oder ein bisschen mehr über 45. Sie sehen hier so eine Verteilung. Das wird unser großes Thema noch in der deskriptiven Statistik sein, wie wir dieser Punktwolke eigentlich Herr werden. Aber das wäre ein Sample, eine Stichprobe. Manchmal bezeichnet man als Sample aber auch einen Punkt daraus. Das ist leider so. Das wäre also die Frage, was bezeichnet die Messung an sich? Dann kann ich fragen, ich kann dann aber auch fragen, wen messe ich eigentlich? Und das ist der Begriff des Merkmalsträgers oder der Merkmalsträgerin. Im Englischen bezeichnen wir das oft als Unit of Observation. Man kann es übersetzen als Untersuchungseinheit. Als Sozialwissenschaftlerinnen, als Angehende, würden Sie jetzt vielleicht sagen, wieso sage ich, dazu sagen wir doch eigentlich oder dazu sagen doch die ganzen anderen Lehrbücher immer Versuchsperson.
Das ist natürlich richtig. Meistens handelt es sich bei unseren Arbeiten hier um einzelne Personen, einzelne Individuen, die wir messen. Aber die Statistik, über die wir hier sprechen, die hat natürlich eine Gültigkeit nicht nur dafür, sondern eben auch für vielleicht, dass die Untersuchungseinheit mal ein einzelnes Neuron ist, wie das hier auch gezeigt ist. Oder auch eine ganze Firma zum Beispiel kann als Untersuchungseinheit verstanden werden. Seltener vielleicht auch mal ein ganzes Land, ein ganzer Landkreis. Ja. Der Merkmalsträger, die Unit of Observation, ist also eine ganz wichtige Frage, die ich mir eingangs von allen empirischen Untersuchungen erstmal stelle. Was ist denn meine Unit of Observation überhaupt? Und wenn Sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprechen, vielleicht zum Beispiel Doktorandinnen, Doktoranden, die gerade irgendwie ganz tief in ihrer Forschung drin sind, und du fragst die als statistischer Berater mal, was ist denn deine Unit of Observation? Dann müssen die auch oft nochmal kurz nachdenken. Interessiert mich eigentlich das einzelne Neuron, die einzelne Nervenzelle, oder interessiert mich das Versuchstier als Ganzes, was ich hier studiere? Das sind offene Fragen. Ein ganz wichtiger Unterschied, den wir auch machen müssen, ist, dass wir uns fragen müssen, sind alle Beobachtungen, die wir erhoben haben in einer Untersuchung, unabhängig voneinander, independent. Das ist im Prinzip eine ganz wichtige Grundannahme, mit der wir in das meiste unserer Statistik immer direkt einsteigen. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Messungen wiederholt wurden, dass also Messwiederholungen oder dass manche Units of Observation mehrfach wiederholt gemessen wurden. Das heißt nicht unbedingt, dass es eine perfekte Replikation war. Es kann vor allem bedeuten, ich habe dich zum Beispiel vor einer bestimmten Therapie gemessen, auf einer bestimmten Variable, und ich habe dich nach dieser Therapie nochmal gemessen. Dann habe ich in meinen Daten also nicht mehr nur unabhängige Beobachtungen, sondern eben eigentlich abhängige Beobachtungen, Dependent Samples. Darüber wird noch viel zu reden sein, aber es ist eine wichtige Unterscheidung, die Ihnen gewahr sein sollte in dem Maße, in dem wir jetzt hier tiefer einsteigen. Was messe ich? Wir hatten jetzt die Begriffe zur Messung selber, wir hatten die Begriffe zum Gegenstand der Messung und jetzt kommt also zur Unit of Observation und jetzt kommt die Frage, was messe ich eigentlich? Und dieses was messe ich, damit meinen wir ein Merkmal oder auch eine Variable. Hier sind mal ziemlich wahllos verschiedene Variablen aufgezählt, die Ihnen im weitesten Sinne in den empirischen Sozialwissenschaften so unterkommen könnten. Zum Beispiel die Anzahl Frühgeburten in Lübeck, der Blutalkoholspiegel in Promille, die Reaktionszeit, die ein Proband braucht, um auf Aufforderung hin einen Knopf zu drücken, in Millisekunden, Klassifikationsgenauigkeit, wie gut kann ein Computer Gesichter von Häusern unterscheiden, ein bestimmtes Programm, ein bestimmter Algorithmus, wie genau kann der das, wie genau kann es ein anderer Algorithmus? Wie genau kann das der Algorithmus, wenn er so und so lang trainiert wurde? Was ich dann immer messen würde, wäre die Klassifikationsgenauigkeit. Wie viel Fehler macht ein Patient? Wie stark kann ein Patient sein Knie noch beugen? Und so weiter und so fort. Vielleicht noch interessant hier unten, ist verheiratet? Ja, nein. Also wir sehen auch hier schon auf einen Blick, dass diese Merkmale sich auch dahingehend sehr stark unterscheiden können, welche Werte überhaupt in so einer Variable resultieren können, welche Werte so ein Merkmal eigentlich annehmen kann. Es wird besonders deutlich, wenn man sogenannte diskrete mit stetigen Variablen vergleicht. Wir bleiben nochmal bei dieser Liste und schauen uns das mal an. Was heißt denn diskret? Diskret bedeutet, es gibt vielleicht unendlich viele, aber nur bestimmte Werte, die eine Variable annehmen kann. Es funktioniert sehr gut bei der Anzahl Frühgeburten oder bei der Anzahl Fehler, weil wir dort sagen können, da kann ich entweder 0, 0, 1, 2, 3, 4, 200, 3015 Frühgeburten in einem bestimmten Zeitraum haben. Ich kann aber nicht 3,25 Frühgeburten haben. Anders ist es bei der Reaktionszeit in Millisekunden. Die kann ich letztlich abhängig von meinem Messinstrument, was ich verwende, beliebig fein auf beliebig viele Nachkommastellen genau messen. Das ist was, worauf wir auch noch zurückkommen werden. Das heißt, eine stetige Variable
stellt unsere Datenauswertung auch vor andere Herausforderungen als eine diskrete Variable und umgekehrt. Und nochmal diese Variable mit dem ist verheiratet, ja, nein, das ist darüber hinaus noch eine dichotome Variable. Also dichotom oder binär kann nur zwei Werte, ist in zwei gespalten, kann nur zwei Werte wirklich annehmen. Und die echt dichotomen Variablen, die haben auch noch mal ein bisschen eine Sonderstellung in der Statistik. Das wird uns immer wieder mal begegnen. Sie können sich also mal selbst fragen, wer hier diskret und wer stetig ist. Und wenn Sie ganz schnell gucken, blende ich es auch ganz kurz ein und dann gehe ich weiter. Worum wir jetzt schon so ein bisschen gekreist sind, ist der Begriff der Messskala oder des Levels of Measurement. Eine Messskala ordnet bestimmten Untersuchungsobjekten, also unseren Beobachtungen, nach gewissen Regeln Zahlenwerte zu. Das macht eine Skala, eine Messskala, die überführt Beobachtungen in der wirklichen Welt oder in ihrem natürlichen Zustand in Zahlen. Das heißt Messen ja eigentlich. Und das Skalenniveau jetzt legt fest, nach welchen Regeln Zahlen diesen Beobachtungen zugeordnet werden können und auch wie willkürlich diese Zuordnung eigentlich ist und welche Aussagen dann sinnvollerweise über die Beobachtung getroffen werden können. Nochmal, ich setze voraus, das gehen wir hier, vertiefen wir hier nicht in der Statistik 1, dass Sie sich mit diesen Skalenniveaus auseinandersetzen, sei es, dass Sie es noch präsent haben aus der Empirie, sei es, vor allem unsere Medieninformatiker-Studierenden, dass sie das anderwertig, bis sie die Statistik 1 abschließen, aufgeholt haben oder anderwertig vermittelt bekommen haben. Empfohlen sei Ihnen hier auch nochmal die in Moodle hinterlegte Prüfungsliteratur. Ganz kurz gesagt ist das Skalenniveau also selbst wiederum ein Unterschied an Messniveaus, die Variablen annehmen können. Ich kann sagen, PAT und Patachon unterscheiden sich. Ich kann sagen, Patachon ist größer als PAT. Ich kann vielleicht sagen, Patachon ist 5 cm größer als PAT. Ich kann sagen, Patachon ist anderthalb Mal so groß wie PAT. Dann habe ich auf verschiedenen Messniveaus, verschiedenen Skalenniveaus hier Aussagen getroffen. Und diese Skalen, wie Sie hier auch sehen, bezeichnet man als Nominalskala, Ordinalskala, Intervallskala, Verhältnisrationalskala. Wenn ich die hier nochmal so hinschreibe, wir haben dann im Prinzip auch noch die sogenannten absolut skalierten Variablen, die uns aber in der Statistik nicht so sehr interessieren. Was uns in der Statistik vor allem interessiert, ist der Unterschied zwischen nominal skalierten Variablen, auch kategorial, als nennen wir auch kategoriale Variablen, zum Beispiel Lieblingsfarbe, Geschlecht ist ein Klassiker. Was haben wir noch? Ist geimpft? Ja, nein. Das sind klassische nominal skalierte Variablen. Ordinal skalierte Variablen, die können dann mit Zahlenwerten versehen werden, aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Zahlenwerte nicht in ihrer Abständigkeit interpretieren können. Wir können nur sagen, wie beeinträchtigt ist ein Patient zum Beispiel? Nicht beeinträchtigt, etwas beeinträchtigt, sehr stark beeinträchtigt. Wir können dann für unsere Zwecke in der statistischen Datenauswertung dafür Werte vergeben. Wir können sagen, das eine ist 0, das andere sei 1, das andere sei 2. Aber wir würden nie behaupten, diese 2, dieses sehr beeinträchtigt, wäre jetzt wirklich das Doppelte von etwas beeinträchtigt. Wir würden auch nicht sagen, dass der Abstand zwischen sehr beeinträchtigt und etwas beeinträchtigt und etwas beeinträchtigt und gar nicht beeinträchtigt der gleiche wäre. Da wir diese Ansprüche fallen lassen, sprechen wir dann von einer ordinal skalierten Variable. Und demgegenüber stehen die metrischen oder kardinal skalierten Variablen, die also mindestens intervallskaliert sind. Das heißt, die Abstände zwischen den Zahlenwerten, die diese Variable annimmt, die interpretieren wir auch, die trauen wir uns zu interpretieren. Und diesen Unterschied, den machen wir sehr oft und den werden wir auch noch sehr oft brauchen in der Statistik. Generell gilt, ich versuche hier so wenig Mathematik wie möglich zu machen, um einfach den Blick aufs Wesentliche zu bewahren und gleichzeitig aber so viel Formeln wie nötig zu haben. Und in diesem Umgang mit Formeln würde ich jetzt gerne uns schon mal ein bisschen aufwärmen sozusagen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal eine Formel aus der Statistik, eine sehr berühmte Formel im Übrigen, eine sehr wichtige, über die man sich trotzdem streiten könnte, ob man die jetzt auswendig können müsste oder nicht. Ich trinke auch mal einen Schluck Kaffee, um das alles ein bisschen lebendiger zu machen hier.
Sie wissen, in der Vorlesung würde die Dozentin, der Dozent auch mal am Wasserglas nippen. Das kommt hier auch mal vor. Hier wegen zu Hause ist es eben ein selber gemachter Kaffee. Wenn Sie so eine Formel sehen, dann fragen Sie erstmal, was soll das alles bedeuten? Und das ist normal. Normales müsste das jetzt auch unter der Formel stehen, was diese Symbole S, X, Y, R, Kof, was das eigentlich alles bedeutet. Ich sage Ihnen hier, das ist die Formel für die sogenannte Korrelation, für ein Zusammenhangsmaß. Ein sehr spezielles, nämlich der Korrelationskoeffizient nach Pearson, manchmal auch als Produkt-Moment-Korrelation bezeichnet. Die sehen wir hier. Des Weiteren sage ich Ihnen noch, das, was Sie da oben sehen, das ist die sogenannte Kovarianz. Ich schreibe mir die Formel hier übrigens auch mal auf, dass Sie mal sehen, dass wir auch hier eine Tafel haben. Ich kann hier oben hinschreiben, die Kovarianz von x und y. Und die wird irgendwie geteilt durch ein Produkt aus zwei Variablen. Die eine ist sx mal sy. Die werden da so multipliziert. Was ist sx und sy? Sx und sy sind die Streuungen, beziehungsweise ganz genau kann ich sogar sagen, die Standardabweichung. Abweichung von unserem Merkmal x. Was eine Standardabweichung ist, wissen wir heute noch nicht so ganz genau. Aber ich gebe Ihnen hier schon eine wichtige Information, nämlich eine Standardabweichung kann nicht negativ werden. Die kann nur Werte zwischen 0 und unendlich annehmen. Und das Gleiche gilt auch für die Standardabweichung oder Streuung der Werte in dieser anderen Variable y. Und x und y kommen jetzt von den gleichen Probanden. Jeder Proband liefert uns also ein, oder jede Beobachtungseinheit, sollte ich sagen, liefert uns einen Wert in x, einen Wert in y. Und oben gibt es also so ein Tierchen, was die Kovarianz ist. Und bei der ist es allerdings schon so, die kann auch negativ werden. Sei hier nur schon mal mitgeteilt. Die kann auch sehr groß negativ werden oder sehr groß positiv. Jetzt können Sie sich selber mal fragen, wir werden es hier auch gar nicht vertiefen, was kann ich eigentlich über so einen Ausdruck R, der da also rauskommt, jetzt schon wissen? Ich kann mich zum Beispiel fragen, was ist der größte Wert, den dieser Ausdruck überhaupt annehmen kann? Um das wirklich zu wissen, glaube ich, muss man noch ein bisschen mehr Vorwissen über die Kovarianz haben. Aber das sind so Fragen, die man sich jetzt stellen könnte. Vielleicht ein bisschen einfacher. Ich kann mich fragen, wann wird der Ausdruck überhaupt mal negativ? Wann kann dieses R, diese Korrelation, jemals negativ werden? Das kann ich mir eigentlich mit der Information auf diesem Slide schon herleiten. Das kann ja eigentlich nur passieren, wenn die Kovarianz was Negatives mitbringt, denn dann habe ich was Negatives oben, Kovarianz, geteilt durch ein Produkt aus was Positivem. Da unten, unter dem Bruchstrich, kann eigentlich nur was Positives stehen. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. So auf dem Niveau, das man nur als kleine Illustration, werden wir uns letztlich mit Formeln auseinandersetzen und versuchen zu verstehen, was so eine Formel manchmal macht. Die wichtigste Unterscheidung, würde ich sagen, die wir in dieser Vorlesungsreihe immer haben, ist, dass wir uns immer fragen müssen, worüber sprechen wir gerade? Sprechen wir gerade über das, was wir in unserer Datenerhebung bekommen haben, unsere Stichprobe, hier mal symbolisiert durch so ein paar wenige Units of Observation, ein paar wenige Probanden, ein paar wenige Beobachtungseinheiten. Diese Stichprobe ist der Gültigkeitsbereich unserer Deskriptivstatistik. Dort wollen wir beschreiben. Das heißt übrigens auch, dass in der Deskriptivstatistik es eben keine Unsicherheit gab. Ich habe im letzten Video ja gesagt, in der Statistik machen wir uns, ist eigentlich unser Hauptziel oft, Aussagen zu treffen über Grundgesamtheiten, über Populationen, die wir gar nicht genau kennen können, weil wir sie nicht komplett in ihrer Gänze erheben, messen, vermessen können. Nichtsdestotrotz sprechen wir jetzt erstmal, auch in den ersten Wochen der Vorlesung, nur über unsere Stichprobe selbst und versuchen, eine gemessene, beobachtete Variable zu beschreiben. Und wenn wir das tun, dann machen wir Deskriptivstatistik. Aber, richtig, oft benutzen wir dieses dann dazu, um über die Population eine Aussage zu treffen. Die Population oder Grundgesamtheit ist also der Zielbereich unserer Inferenzstatistik. Und Inferenz heißt
im Englischen to infer, schließen. Ja? Wir wollen aus der Stichprobe auf Eigenschaften der Population schließen. Dieses Schließen erfolgt eben über ein Schätzen. Darüber werde ich gleich auch noch ein Wort sagen. Zur Population vielleicht nur noch kurz ein wichtiger Gedanke, nämlich man kann sich das zwar vorstellen wie so ein Wahlvolk, was da draußen existiert und eigentlich würde ich gern alle befragen, aber kann ich jetzt gerade eben nicht, deshalb befrage ich eben nur eine Stichprobe von 2000 Menschen, so mache ich das vor einer Bundestagswahl, so machen das die Umfrageinstitute. Ich kann mir eine Population aber durchaus in der Statistik oft auch so vorstellen, als zum Beispiel alle Menschen, die noch gar nicht geboren sind oder alle Träger eines bestimmten Gens. Mich interessiert, welche Krankheitsausbildung, zu welcher Krankheitsausbildung die Trägerinnen und Träger eines bestimmten Gens neigen, dann gilt es natürlich auch für alle zukünftigen und vergangenen Trägerinnen und Träger des Gens. Das heißt, Sie müssen es aushalten, dass der Begriff der Population was wirklich sehr Abstraktes eigentlich ist. Und das heißt auch, dass Sie bei einer empirischen Untersuchung sich immer fragen müssen, über welche Population spreche ich eigentlich? Möchte ich eine Aussage über alle Studierenden in Lübeck treffen? Möchte ich eine Aussage über alle Studierenden auf der Welt treffen? Oder möchte ich nicht eigentlich eine Aussage über junge Menschen zwischen 20 und 40 überall auf der Welt treffen? So ist es also wichtig, dass Sie sich erstmal klar werden darüber, was eigentlich Ihre Population ist, über die Sie eine Aussage treffen wollen. Und für die dann auch Ihre Stichprobe repräsentativ sein muss. Repräsentativität wiederum kein statistisches Problem per se, sondern eins, was im Versuchsdesign in den Grundlagen der Empirie von uns besprochen wurde. Und hier in der Statistik wir jetzt eigentlich immer voraussetzen, ja, die Stichprobe ist für die intendierte Population repräsentativ. Jetzt ganz wichtig zur Nomenklatur. Wenn wir über die Population die meist unbekannten Eigenschaften dieser Population sprechen, dann sprechen wir eigentlich von sogenannten Parametern. Parameter ist ein griechischer Ausdruck und wird von uns auch diese Parameter, diese unbekannten Werte, Kennwerte einer Population werden von uns mit griechischen Buchstaben versehen. Das ziehen nicht alle Lehrbücher und alle Texte, auch die Sie im Internet zu finden, in aller Konsequenz durch, aber eigentlich haben Sie das schon ganz gut berücksichtigt, griechische Buchstaben bezeichnen die Population. Die kennen wir oft gar nicht. Das heißt, oft hantieren wir mit den griechischen Buchstaben vor allem in unseren Hypothesen oder in unseren a priori Überlegungen vor der Datenerhebung. Und wenn wir dann die Daten wirklich in einer Stichprobe erhoben haben, dann benutzen wir oft die lateinischen Buchstaben oder immer, oft dann die Entsprechungen davon. Also Sie sehen das hier so ein bisschen. Sie haben hier oben ein griechisches Sigma als erstes genannt und hier unten ein kleines S. Sigma wird oft für die Streuung verwendet. Sie haben bei den griechischen Buchstaben oft so eine Beziehung zu deutschen oder englischen Worten eigentlich. Also von den Statistikern, die das mal, Statistikerinnen, die das irgendwann mal eingeführt haben. Μ ist der griechische Buchstabe für M, was oft den Mittelwert, das arithmetische Mittel bezeichnet, über das wir auch noch viel sprechen. Beta, was immer Beta bezeichnet, oder Rho, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, würde dann aber lateinisch mit einem B oder R ersetzt werden. Ganz wichtige Unterscheidung, also griechische versus lateinische Buchstaben. Griechische für die Population, lateinische für die Stichprobe oder die sogenannten Statistiken, die Kennwerte, die wir in unserer Stichprobe ausrechnen. Wir haben dann noch dieses Phänomen des, was ich immer sage, Hutaufsetzens. Wir benutzen, das ist das sogenannte Plugin-Prinzip, das kann ich hier auch nochmal, das schreibe ich hier nochmal hin. Muss mal kurz gucken, wie ich Ihnen hier schnell geht es immer nicht, müssen Sie verzeihen. Muss ich auch noch ein bisschen üben. Wenn ich Ihnen ganz schnell was Neues zeigen will, dann mache ich einfach mal schnell so. Wenn wir also das sogenannte Plug-in-Prinzip, das steht jetzt auf diesem Slide nicht, aber das taucht relativ oft auf. Das ist das, was Sie eigentlich auf diesem Slide hier gerade sehen, das sogenannte Plug-in-Prinzip. Wir benutzen Kennwerte aus der Stichprobe, zum Beispiel so eine geschätzte, gemessene, beobachtete Streuung S. Das ist die Streuung, die in unserer Stichprobe drinsteckt.
Die benutzen sie, um etwas über die unbekannte, großen Fragezeichen versehene Populationsstreuung etwas auszusagen. Ganz einfaches Beispiel, Körpergröße. Nicht alle Menschen sind gleich groß, richtig? Das ist Streuung. Sie haben eben irgendwie so eine Art mittlere Körpergröße, die ist vielleicht auf Männer und Frauen zusammengetragen, irgendwas um die 170 cm. Und jetzt gibt es aber natürlich Leute, sie sind vielleicht einer davon, der fast 2 Meter groß ist, jemand anderes ist eher so bei 1,60. Und das ist also sozusagen Streuung. Wie die Streuung wirklich in der Population ist, weiß ich zumindest jetzt aber nicht. Aber ich kann sagen, ich führe eine Stichprobe durch, ich erhebe eine Stichprobe und rechne dort in diesen Daten eine Streuung aus, die ich dann mit lateinischen Buchstaben bezeichne, die auch keine Unsicherheit hat. Das ist die Streuung in dieser Stichprobe. Wir werden noch sehen, wie wir Streuungen ausrechnen. Standardabweichungen machen wir heute natürlich noch nicht. Aber das Plugin-Prinzip bedeutet, ich benutze diese Streuung jetzt, um, da sage ich dann immer einen Hut aufsetzen, um dem Populationsmaß, um eine Schätzung des unbekannten Populationsparameters zu haben. Ja? Das heißt, das Beste, was ich tun kann, um diesen Unbekannten zu schätzen, ist, ich führe eine Stichprobe durch. Also hier schreibe ich nochmal hin, Stichprobe. Und das war meine Population. Und wenn ich etwas nur geschätzt habe, dann ist es natürlich die Schätzung in der Population. Und deshalb ist es ein griechischer Buchstabe mit so einem Hütchen auf. Ein anderes ganz wichtiges Zeichen, was Ihnen immer wieder unterkommen wird, ist natürlich das Summenzeichen. Kennen Sie vielleicht aus der Schule? Ist jetzt ein bisschen irreführend, dass es ein großes Sigma übrigens ist, das Zeichen, was wir dafür verwenden. Wir haben ein großes Sigma, also einfach so ein Ding hier, so kann man das einfach machen. Ein großes Sigma, was heißt, ist eine Art Rechenbefehl, das heißt summiere. Summiere alles, was dahinter kommt. Und hier haben Sie also auch schon Ihre erste Formel, in die wir uns mal reinarbeiten. Was heißt denn das, wenn Sie sowas sehen? Das heißt, summiere alle xi. X, ich mache mal hier oben noch ein Beispiel hin. X sind ein paar Werte, zum Beispiel ein paar Körpergrößen. 170, 172, 163. Das seien mal drei Probanden, die ich gemessen habe hinsichtlich ihrer Körpergröße. Oft sehen Sie dann also hier noch dieses kleine Zeichen, dass Sie sagen, bitte summiere von i gleich 1 bis n. Wenn Sie das sozusagen überführen in eine Art Handlungsanweisung, dann heißt das nichts anderes als, aha, ich soll also, das entspricht quasi, aha, ich soll also den ersten Eintrag nehmen, i gleich 1, 170, und soll den aufsummieren mit dem i gleich zweiten Eintrag, 172, und den dann noch mit dem dritten mit den 163. So, dann kann ich da eine Summe ausrechnen und das ist dann mein Ergebnis, was ich dann quasi direkt hier oben reinschreiben kann. Ja, das ist das Summenzeichen, das quasi in jeder statistischen Formel in der einen oder anderen Form vorkommt. Oft, wenn es ganz einfach ist, wenn man immer sagt, summiere einfach alle, dann kann man diese Zeichen hier auch einfach weglassen. Dann kann man auch sagen, das kann dann auch einfach so funktionieren. Das ist dann der gleiche Ausdruck, dass ich sage, dann kann ich auch einfach nur das Summenzeichen schreiben, summiere alle xi. Ja, das ist hier nochmal durchexerziert, wie wir es gerade auch gemacht haben. Wenn Sie dann so eine Summe im Übrigen haben und wie jetzt hier auch gezeigt, diese Summe nochmal, das ist also die Summe aller Werte und diese Summe jetzt nochmal, ich würde sagen, zu skalieren, sie also durch einen bestimmten Wert zu teilen, in dem Fall durch die Anzahl der Beobachtungen, dann bekommen Sie das sogenannte arithmetische Mittel. Etwas, was Sie alle ganz intuitiv können. Das kann fast schon ein Vorschulkind irgendwie, wenn man ihm so ein paar, wenn man es bittet um eine Art Einschätzung, wie groß drei Kinder im Mittel sind, dann wird es genau das Ähnliche sehr intuitiv schon tun. Es wird die irgendwie aufsummieren, ohne genau die mathematischen Operationen dahinter zu kennen. Und dann so eine Art, diese Summe irgendwie zu skalieren an der Anzahl derer, die da summiert wurden. So funktioniert das arithmetische Mittel. Und dieses Symbol n, was Sie hier sehen, das ist also das entscheidende Symbol in der Statistik, weil das bezeichnet immer, wie groß war Ihre Stichprobe eigentlich. Wie viel Units of Observation hatten Sie eigentlich? Also
Jonas musste leider n gleich 2570 Studierende prüfen. Peter war leider erst der n gleich fünfte Studierende, der geprüft wurde. Oder sehr oft macht man dann mit dem kleinen, mit diesem Unterstrich oder mit diesem Subscript A oder Subscript B hier noch solche Bezeichnungen, dass man sagt, man hat zwei Ns. Man hat das N in der Gruppe A und das N in der Gruppe B. Oder man kann auch sagen, für jede Ausprägung J, zum Beispiel wenn man mehrere Gruppen hat, dann sagt man, man hat die Gruppen J gleich 1 bis J gleich K. Das ist also neben dem I der andere Laufindex J, der dann oft verwendet wird, dann könnte man auch sagen, man hat für jede Ausprägung N J gleich 12 Beobachtungen. Also die Ns, manchmal mit so einem Subscript, wenn man was Spezifisches, ein spezifisches N bezeichnen möchte, sehen Sie sehr oft. Die Unterscheidung, ob das N groß oder klein ist, wird nicht so heiß gegessen und auch nicht so konsequent gehandhabt. Das heißt, das nehmen wir jetzt hier auch nicht so genau. Wie Sie hier auch sehen, in der Formel hatte ich hier mal das große N verwendet, andere würden da das kleine N verwenden. Das war alles, was ich heute mit Ihnen besprechen wollte. Ich werde Ihnen zu diesem Video versuchen, noch ein, zwei zusätzliche weiterführende YouTube-Videos zu geben, und wir haben dann in der nächsten Woche die Möglichkeit, so richtig in die Deskriptivstatistik einzusteigen, beziehungsweise im nächsten Video. Ich werde Ihnen das nächste Video wahrscheinlich jetzt auch schon diese Woche natürlich zur Verfügung stellen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.